Geht schon was, geht schon was. Ah, da kommt das Signal durch. Ah, grüß euch alle miteinander zu einer neuen Folge von Pokémon Colosseum. Ich tue noch Papa postern, mein Handy reagiert, dass ich live gegangen bin. Ja, sehr gut, Handy. So. Dann hier. Dann. Das ist schon gerade eben teilen jetzt. So, beim letzten Mal. 25. Das ist ja heute, ja passt. Beim letzten Mal war ich ja leider Gottes etwas zu müde und die Bitrate passt gerade nicht, sehe ich da. Also im Stream steht instabil, da ist stabil. Muss ich im Auge behalten, sonst haben wir schon wieder einen Grund, um abzusagen. So, ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich jetzt da den Scheißtrick da weitermache, wenn wir schon alle 10.000 Mal gesehen haben, gehe ich lieber nochmal in die Arena trainieren, oder? Das hilft nichts. 44, ja. Braucht noch jeder 6 Level, das kann dauern. So, was ist da los? Ja. Auf einmal sind die jetzt noch stärker, dann schau ich aber blöd. Oh, ich finde das immer noch so geil. Das ist auch halt der Teil von Colosseum, wo so wie Stadium dann ist. Ja, ja, ich schlag die ab, halt, kommt der weiter. Leica. Ja, das passt. Hohes Level, aber so nicht stark. Gut, Apps, Seestrahl, Knilz und einen schönen Flammenwurf zu Mirabla. Der zeigt bei Twitch noch immer an wegen der Bitrate, aber bei mir kommt alles normal durch. Also muss das doch nicht der Problem von Twitch sein. Mirabla ist down, der andere nicht. Ich hab gedacht, das ist mit Psychoattacken bei Gift. Na egal jetzt. Naja. Ist ja egal. Flammenduft noch drauf und weg mit ihm. Haben wir schon Level up. Also die Pokémon bleiben so ziemlich bei dem Level. Auch egal, komm mit dein Kindbad. Ah, F stärker. So. Okay, Psystrahl Lilip und haben wir nur Rosa in. Ja. Roselia! So, jetzt. Ja, das Lilip, das aushaltet, ist mir egal.
Was haben wir jetzt? Oh! Keine Ahnung, was tauschen wir da, weil der ist ja nachher kaputt da. Nach da. Mit Cargo Flammen auf Lilip? Schauen wir mal. Geht eh um nichts. Ha! Ja, denke ich mir, ja, weil der Gestein auch ist. Oh, what the? Ja, gut. Nach Dara, du legst einmal die Finte ins. Machen wir so rum, dann ist Roselia nachher down. Heute macht er sich selber down. So. Spannend, ja. Oh, spannend. Ja, geil. Nochmal volle Pulle. Ah, okay. Mein Tag. Machen wir mal Aquavelle, vielleicht verwirren wir es ja. So. Peace. Überschlag und tschüss. Hättest du mir nicht vor dem Kampf sagen können, wie stark du bist. Hä? Ja, das hätte ich garantiert machen. So. Ich hätte gar nicht mehr lesen, rennen alle Blödsinn.
Und das trifft ja von uns irgendwie gut. Und da geht es mittendrin trotzdem noch schleppend voran. Also noch ein Tag brauchen wir mal sicher, bis wir 50 sind. Weil ja, unter 50 brauche ich auf dem Lagerturm nicht drauf gehen. Wie gesagt, das ist halt das vom Kolosseum, warum es dann länger dauert. Die Story ist nicht so lang, es ist immer nur das Trainieren zwischendurch. Und los geht's da an, sehr gut. So ein großer Mann und so ein kleines Pokémon. Und hast du das gesehen? Ja, leider habe ich trotzdem. Ja, komm, mir egal. Achso, ist schon Finale. Oh, das war schnell gegangen. Rap den Planas. Planas ist Unlicht. Das haben wir noch vom letzten Mal gemerkt. Der Raptain ist was gefährlicher. Raptain ist stark. Du musst einmal da abhauen. Das macht keinen Sinn mit dir. Ja, werde ich fast, glaube ich, müssen. Flammenwurf, Raptain. Mentex ist ja Wasserflug dadurch. Jetzt da nicht so blöd. Gigasauger? Also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber gut. Scheiße. Ah! Ach. Magago ist so geil, Alter. Was fliegt? Also, warte mal, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Habe ich mich jetzt so verdrückt? Warte, wie kann ich mich so verdrücken? Ein paar Bunker holen wir mal raus. Ha, okay. Ich glaube, ich habe vorhin zum Beispiel Pokémon angewählt. Ich glaube, das war das Problem. Gut, Stahlboden. Das macht ja keinen Sinn mehr, oder? Nehmen wir Gigasauger und Flammenwurf. Ah, Megasauger in dem Fall.
Na passt. Gibt's ja keine Sonderbonbons, die gehen wir da irgendwie ab. Wird wohl schon mal siegreichen. So, Moment. Immer da immer das gleiche TM oder ein anderes? Hohoho! Achso, Hagelsturm, ich glaube nur, dass da Sturm geht, oder? Ich dachte, das wäre jetzt was anderes noch. Ja, ist ja egal. Wäre dann schön, wenn wir die DM Gigasauger kriegen würden. So, dreiviertel der Stunde, können wir noch dreimal reingehen. Na, aber ich glaube das. Ich glaube so geht's fast schneller, oder? Aber Eisattacke beim Mantex wäre schon geil. Heute gehen wir zu dem Spezialisten da unten nochmal hin. Müsste ja gehen, dass er wieder kämpfen will, oder? Oder? Und da muss er da wirklich ganz aus der Stadt raus. Na, passt. Ah, das war der. Okay, fahren nach Dara, Fintech, Heal hier. Mantex, Flugstrahl, Kleinpol. Ja, bitte. Ja, gut. Also, Mantex hat ja Flügelschlag. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen... so irgendwie... Okay, dann nochmal das gleiche würde ich sagen.
Achso. 45, juhu! Okay. Machen wir einen Fußstall und da tauschen wir zu Triana. Winter und Psystrahl. Und das war schon wieder. Schaut, dass seine, bei seinem Anzug hinten die Arschbacken, also drücken die so richtig raus. Haben die da solche Details eingebaut? Aufheilen gehen. Bei IT verschwende ich das sicherlich keins. So, machen wir da weiter. Okay. Ich bin auf dem alten Stand. Ah Gott. Hätte man jetzt noch, doch nochmal eine Runde Arena, also in der Arena. Du bitter Schmierbe. Okay, Papunka, Megasauger, Schmierpe und Mentex, Blubstrahl, Pupita. Erst. Schmierbe auch schon dann, sehr gut. So, Megasauger und Flügelschlag.
Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein, doch ist es. Der verschont uns, aha. Weil er wie ihn. Naja, verschont haben wir ihn ja nicht. Jäger Terry. Den kennen wir auch schon sehr gut vom letzten Mal trainieren. Schauen wir mal, ob Mantex mit einmal Blutstrahl es schafft, Magnetilo auszuschalten. Ja, cool. Notfall, das nennt jetzt auch nichts mehr. 624. Ja, ja, komm. Ah, da war ja was, da war noch einer hinterhalb. Okay, warte mal, Winkel ist. So. Ja, das wird nicht ganz ausgehen. Ein Flügelschlag hin und her. Aber der hält sich eh gleich wieder auf. Schade, dass er keine andere Pflanzenattacke kann. Aber ich glaube, wenn wir Arena gehen würden, würden wir mehrere DMs kriegen. Ja, da Toxin Flügelschlag. Und vielleicht Eisattacke für Mantex. Geräusche. Das könnte eine gefährliche Mischung werden. Okay, dann machen wir es ganz einfach. Bunker, Megasauger, Mantex, Luftstrahl, Volterball. Scheiße. Ha! Huh. Das hat mega Socker. Holterball würde ich sagen und da. Ampharos.
Ja. Okay, dann nochmal Mega Sauger und der kriegt Power Punch. Also nächste Runde ist er so oder so down. Ja, aber auf wen geht die Schockwelle? Jetzt ist er down. Ui. Ja, waren sie nicht anscheinend. So. Und passt die Reihenfolge sogar noch, passt. Bing, 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 bing. Ling ping ting ring. So. Und weiter geht's. Sportlich weiter. Power trainieren. Biker. Okay. Tut mir leid, aber... Tausch und Mentex, Flügelschlag, Ledian. Aha, hoppala. Dreimal. 4, wunderschön. Donner Blitz und ja, wenn es lebt, da ja. Yeah, super. Просто вот там. Können wir von der Reihenfolge eigentlich noch immer lassen. Also hat es dann immer verwirrt. Ah, trifft trotzdem geil. Weil sind ja alle auf Level 45. Hätte zwar gehofft, es geht schneller. Weil es ja eine schnellere Methode zum Leveln hier. Krypto-Pokémon, okay.
Okay, Babunga. Megasauger Seeyang. Und Blutstrahl auf Schnäppke. Das ist reines Salz, glaube ich. Und überlebt leider. Und der andere wahrscheinlich auch. Ah. Kann sein, dass jetzt bei Bunker down geht. Ja, das letzte Mal warten. Und Boris. Donnerblitz und Aquawelle. Und weg mit den zwei Tollen. Indem ich jetzt wieder runterrennen darf. Auf dem Kasten. Was haben sie am Kasten oben? Schuhe? Ding, 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 ding. Ring, ding, ding, ring. Den haben wir noch gar nicht, okay. Jäger. Wir sind nicht Jägerin. Okay, es ist ein Kumpel, die gehen wir auch hin. Und was brauchen wir, die wir so einen fröhlichen Blick. So, Flügelschlag geht natürlich auf Duflo, weil es Pflanze ist. Machen wir schon mal ein bisschen Damage. Nehmen wir auch Drachenschwanz. Ah, Tanz. Angriff Init. Nehmen wir auch der Megasauger. So, knapp an der Grenze, aber nicht da und leider. Und Blätterschwanz. So. Bis auf ihn? What the fuck, Alter, komm. Dreschflegel, du Flegel. Oh, jetzt haben wir ein leichtes Spiel. Volle Kanne.
Das ist allein recht, wenn ich zu schick. Nö. Ja, nee, ist ja leider Gottes echt nicht das Spannendste. Okay, wie machen wir? Machen wir Duska weg. Und der Slot ist sehr effektiv. Wie mit meinem Gift daher. Ja. Und der Wachstum bringt das ja nicht mehr viel. Achso, ich glaube vergiften wir hätten nicht können, oder? Probieren wir es halt einfach, ist ja egal. Dachte ich mir schon. Passt. Und weg mit dir. Ja. Was soll das? Jetzt bin ich ja die Besiegte. Na wirklich. Ja, komm. Na dann, Megasauger und Flügelschlag. Wieder. Und diesmal ist Megasauger sehr effektiv gegen die zwei Wasser. Und Krebskorps ist down. Wieder mit Elektrizität. So. Eine schöne Blubstrahl auf ihrer Tag. Jetzt werde ich schon wieder müde. Ja, was hat denn das haben die mit ihrer Elektrizität? Da verwendet keine Elektrizität. Und Megasauger auf Goldini. Und der ist down. Hunker, Toxin und Blobstrahl, so. Es ist Geralt die Giraffe. Weil das kann nur Ewigkeiten dauern.
das hat Spaß, er schreit in die Luft, das hat Spaß gemacht. Na gut. Alter Falter. Und da war ja noch einer. Warte, Stacy. Ah, Narita und Lambrero mit Sombrero. Bunker, Toxin, Lambrero, Mentex, Luftstrahl, Anorit. Schauen wir mal. Was, Anorit ist down. Und Lambrero zumindest vergiftet. Ah ja, da müsste der Flügelschlag ja auch. Ja, zerkratzt mein armes Pokémon nicht. Ah, Papunga, Mega Sauger und Mentex Flügelschlag. Cool, haben wir noch einen Trainer weiter. In der Höhle sind sie halt stärker. Es wäre doch nicht so blöd, wenn das aus wie wilde Pokémon so geben würde. Aber gut. Ich glaube, das wird dann noch länger dauern. Geflohne ist ja. Aha. Rasa Bobby. In 10 Minuten halt ja noch durch. Ah, Bunker, Toxin, Kirlia und Mentex, Luftstrahl, Smogon. Ich glaube, das ist am gescheitesten. Ah, Smogon ist down. Jetzt am Oberschenkel. Synchro, ja, irgendwas habe ich in Datei mehr gedacht. Okay, Megasauger Kirlia und Flügelschlag auf Knilz. Oh, wieder ein bisschen aufgeheilt, sehr gut. Ja. Und der heilt sich gerade auf, gut. So, jetzt ist dann aber Sense. Ja.
Sehr gut. Ja, passt. Dann haben wir zumindest schon bei 12, 46 oder mehr, keine Ahnung. Einfach zu stark. Ja, der Meinung bin ich auch. Vor allem stärker die werden umso schneller, wenn es dann beim nächsten Mal zocken dauern. So. Bis wir zu dem Center kommen, kann dauern. Ah, geschafft. So. Wohin als nächstes? Skaterkanter, nach dem wurde sogar eine eigene Folge benannt. Ach Gott, das ist ja... Da, soll ich gar nicht sagen, was ich da mache. So, und das ist auch logisch, was ich mache. So, Frühstrahl, Bommel. Tschüss, Papa. Bis morgen um 2. Und weg war Blue. So. Es wird Zeit. Donnerblitz, da habe ich. Frühstrahl zu entern. Passt. Agilität, der rennt davon.
Ich glaube noch den Kampf. Ist dann Sense. Fee, so viel wie ich mir erhofft habe, haben wir leider nicht geschafft. Nächstes Mal Arena müssen wir aber schon mal wieder uns leichter tun. Arg. Arg. Pum. Na passt. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen.